Ja, hallo, der Blumenmann ist wieder da. Tag 2, wo ich den Blumenladen nicht mehr öffnen darf. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, oh, ich will irgendwas Cooles von dir, lieber Blumenmann. Und ich habe da so ein schönes Osternest bereit. Das geht jetzt dann schwuppdiwupps hier in diese Kiste. Und dann geht's weg ins Wallis. Wallis, ich weiß nicht, ob du weißt, was es dort, wo das Matterhorn ist. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal gehört haben, wo das Matterhorn ist. Ja, vielleicht machen wir jetzt ein wenig Schweizkunde, weil von Österreich, von Deutschland habe ich no plan, was wo ist. Aber ich finde es mega cool, wenn immer wieder alle reinschreiben, ich komme von Eifel oder ich komme aus dort oder dort. Und das finde ich immer schön, wenn wir da einen Austausch haben. Und das, hier dieses wunderschöne Osternest, das schwuppelt jetzt dann bald ins Wallis. Wichtig ist, dass ich das ganz gut einpacke, dass ich da keinen, soll ich sagen, Schaden haben werde. Die Post, die funktioniert ja immer noch, glücklicherweise. Und dadurch kann ich da noch tolle Reaktionen besenden. Ja, was ist gestern noch so abgelaufen? Irgendwie habe ich noch dies und jenes Telefon mit Freunden gemacht, wo ich sonst manchmal gar keine Zeit habe. Und dann ist es natürlich schön, wenn man mal wieder sich austauscht, sagt, wie geht es dir, was machst du so? Und ja, das tut manchmal auch gut, einfach so mit jemandem wieder mal zu sprechen über dies und jenes, wo man sonst absolut keine Zeit hat. Mit dem grünen Bast nehme ich da das Ganze nochmals etwas an, habe da zwei Löcher gemacht, damit ich da den Bast durchstoßen konnte. Ich denke hier beim Anbinden von diesem Nest ist es natürlich mega wichtig, dass man dann richtig sparsam ist mit dem Band und dem Bast und mit der Arbeitszeit, die man investiert, weil sonst hat man dann, wie soll ich sagen, ja, das Ganze nicht gut fixiert. Ich nehme dich jetzt dann gleich mit auf den Friedhof. Wir gehen mal schauen, was dort so abgeht. Ja, wir schauen mal, wie man ein Grab anpflanzt und dann nehme ich euch sicherlich heute nochmals mit, einfach so in mein Blumenreich. Ja, es ist eine sehr, sehr taffe Zeit, weil man weiß, es ist zu. Man weiß, es ist sicherlich 4, 5 bis 6 Wochen zu. Aber ich hatte gar keine Vorlaufzeit, nicht so eine lange Vorlaufzeit, wo ich sagen konnte, ja, ich mache noch meinen Ausverkauf. Weil ich bin mir den Ausverkauf, die Ausverkaufszeit halt einfach schon gewohnt von früher, also immer von den Sommerferien, wenn ich ja in meine Sommerpause gehe, da mache ich immer eine anständige Ausverkaufszeit. Und das konnte ich dieses Jahr gar nicht machen. Und ja, ich hatte nicht irgendwie eine Vorlaufzeit von 3 Wochen, wo ich den Laden schön putze, wo ich aufräume und dann am Schluss, am Samstag, bevor es in die Ferien geht, einfach mal verschwinde. Und ja, den Laden schließen kann. Und so habe ich noch so viele Sachen, die einfach so gemacht werden sollten. Und manchmal, da steht mir der Kopf so, ich habe es so gesehen, weil ich einfach irgendwie gar nicht vorwärts komme. Und das ja muss alles gemacht werden, Step by Step. Und das ist mega wichtig und schwierig. So, jetzt machen wir da mal noch etwas die, wie soll ich sagen, das Paket kleines. Wie soll ich sagen, jedes Gewichtchen zählt natürlich. Das Ziel ist immer, dass man die günstigste Variante hat zum Versenden eines Pakets. Du siehst, man kann auch beim Verpacken von Paketen und Nestern sehr, sehr kreativ sein. Siehst du, haben wir das so schön gemacht. Jetzt muss ich da noch die Rechnung beilegen und dann kann ich dieses Paket auf die Post bringen. Ich glaube oder hoffe, du bleibst noch dabei, wenn wir dann auf den Friedhof gehen und da unsere Gedanken austauschen können. Ja, hallihallo, der Blumenmann ist wieder da. Weißt du, wie es mir scheiße geht?
Auch wenn ich viel lache, viel mehr lache, einfach so. Mein Blumenladen ist geschlossen seit 2 Tagen, heute ist Tag 2. Und das stinkt mir, nicht weil ich nicht will, dass es das Leben stillsteht. Nicht weil der Bundesrat mir den Blumenladen geschlossen hat. Nein, es stinkt mir, weil Mikro, Coop, die Großen einfach weiterhin sich das Gefühl haben, wir können den Blumenabteilung offen haben. Wir können die Pflanzen noch verkaufen. Ich muss meinen Blumenladen schließen. Ich habe das Glück, ich kann meine Selbstbedienung auch machen. Bei mir auf dem Land sind alle Leute noch ganz, ganz lieb. Sie zahlen, sie kaufen und sie wissen, die kleinen KMUler, die sind am, ich habe es gesagt, nicht gesagt. Ja, und du weißt genau, ich als selbstständiger Werbender, ich bekomme nichts. Ich kann nicht Kurzarbeit anmelden. Wenn ich einen Scheiß mache und meine Kunden noch in den Laden lasse, muss ich eine Buße bezahlen. Die Großen, die können machen, was sie wollen. Sie wissen, niemand hat Zeit, sie zu kontrollieren. Niemand will sie kontrollieren, weil sie Angst haben vor Rechtsstreitigkeiten, sehr wahrscheinlich. Und wir machen zu, weil wir die Buße nicht zahlen können. Wir machen zu, weil wir sagen, wir wollen das Beste für unsere Kunden und für uns selber. Wir schützen uns, dass wir den Coronavirus nicht weiter verbreiten und nicht bekommen. Wir wollen gesund bleiben. Und die Großen, die haben die Frechheit, einfach weiterzufahren. Sie könnten nur ein Sperrband machen und so vielleicht ein wenig trennende Augen von den Kunden bekommen, weil alle denken, oh, diese arme Ware muss in den Kompost. Sie könnten es verschenken, weil sie haben ja genügend Geld. Aber nein, sie machen einfach weiter, wie sie wollen. Sogar ein Konsumentenmagazin hat gesagt, das BAK sagt, sie müssen schließen die Abteilung. Sie müssen alles abriegeln. Aber nein, sie machen weiter. Und das stinkt nicht. Eigentlich wollte ich mit meinen Vlogs und mit meinen Botschaften an euch alle da draußen einfach Glücklichkeit, Spaß und viel Lachen verbreiten. Aber heute hat es mir den Deckel gelupft. Heute muss ich sagen, das stinkt mir. Ich sitze hier auf einer Parkbank. Ich gehe noch ein Grab anpflanzen mit den Pflanzen, die ich habe. Ich könnte noch Pflanzen kaufen, weil die Blumenbörse hat noch offen. Was auch verständlich ist, weil viele Gräber, viele Sachen und viel Freude auf den Balkon soll noch einkehren mit Pflanzen. Aber ich sage, meine Gesundheit geht vor. Und meine Kinder sollen nicht von mir mit dem Virus angesteckt werden. Und nicht meine geschätzten Kunden sollen mit dem Virus angesteckt werden. Sondern ich will, dass es jetzt passiert. Dass man zu Hause bleibt, dass man den Frieden bekommt und dass wir bald wieder einfach normal arbeiten gehen können. Weil wir brauchen das Geld, wir selbstständige Werbende. Wir bekommen wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Und ihr, die Großen, ihr habt sowieso viel Kohle und ihr könnt das euch leisten. Also, bestraft die. Wer ist zuständig für die Kontrollen? Wer kann sie bestrafen? Und kommen wir die Buße, wir Kleinen, die einfach so die Einbußungen bekommen, weil ihr euch furtiert, etwas zu ändern. So, der Hund kommt, ich will nicht in den Arsch gebissen werden, ich mache weiter und ich will viel Lachen verbreiten. Tschüss und weg, bleibt gesund, ich bin wieder da, schon bald. Tschüss. So, meine Spazierzeit, mein Gang geht weiter und ich bin nun hier auf der Grabstätte, wo ich da jetzt frühlingshafte Pflanze. Ich denke, machen wir das noch, bevor wir dann, eine Ausgangssperre vielleicht bekommen und vielleicht auch plötzlich einfach das Leben definitiv stillsteht. Viele Leute tutieren sich ja ab den Maßnahmen, die bei uns herrschen. Die befolgen die Ratschläge nicht. Nicht das gleiche Feeling wie gestern im Obertal oder im Covid, da fährt der Zug, das und die Leute wirklich noch am Arbeiten, das ist wirklich ganz, ganz anders als gestern. Das Feeling, habe ich das Gefühl. Genau. Die votieren sich, da gibt es die Großverteiler, die machen, was sie wollen. Und ich habe dann anschließend, oder besser gesagt, bevor ich jetzt da auf dem Grab war, mal eine Rede gehalten, was ich eigentlich erwarte, weil ich das eine Frechheit finde, dass man sich einfach gutiert ab den Maßnahmen, die der Bundesrat abgibt. Weil wir armen Kleinen, wir müssen ja auch überleben in dieser Zeit der Corona-Krise. Und wenn wir den Blumenladen schließen müssen, machen wir das nicht zum Spaß. Aber schau einfach das Video später an. Wenn ich dann, die Grabstätte gepflanzt habe, dann kommen wir dann dazu. Ich habe da schon das Grab, pflege ich schon seit rund 13 Jahren. Wow.
Zeit geht schon total schnell vorbei. Immer wieder länger haltbare Pflanzen angepflanzt und dann machen wir immer so Freiräume, wo wir die Saisonpflanzen anpflanzen. Und das finde ich das Schöne, das Tolle an den Grabstätten, dass jede individuell bepflanzt ist. Und ich finde, dieses Grab gehört da einem Brauer, das ist einfach auch naturverbunden und ja, nicht irgendwie so stylisch ist. Dass man wirklich sieht, ja, diese Person, die hat den Wald, die Natur geliebt. Ha, Brunmann, konzentrier dich, da habe ich noch eine Kaluna vergessen rauszuzupfen. Zum Glück habe ich das noch gemerkt. Bei dieser Variante von Anpflanzen von Grabstätten ist es so, dass ich da einfach fortlaufend die Pflanzen nehme. Ich überlege mir natürlich jeweils, was ich ungefähr pflanze und wie ich es ungefähr pflanze, aber da kann man immer schön flexibel bleiben. Ich habe da auch dabei noch so kleine Äste und auch Rindenstücke, die man dann immer wieder noch ein wenig auffrischen kann, auswechseln kann, dass es da immer wieder schön und frisch aussieht. Ja, Gräber, die bepflanzt man oftmals, ja, ich sag mal, 3 bis 4 Mal im Jahr, einmal im Frühling, einmal im Sommer und dann noch einmal im Winter. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Größen auch. Es gibt größere Grabstätten, es gibt kleinere Grabstätten. Da ist es immer wirklich so ein wenig unterschiedlich, was da, ja, was die Friedhofreglemente so vorschreiben. Das hier ist eher ein langes Grab. Ich werde euch wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen auch mal auf YouTube ein etwas kürzeres Grab zeigen, wie man die anpflanzt. Aber da zum Beispiel diese Heuchera-Pflanzen, die lassen wir einfach, oder auch die Dolteria. Das ist eigentlich eine Winterpflanze, aber wenn man die gut einpflanzt, dann blüht die den ganzen Winter, oder besser gesagt, das ist den ganzen Winter mit den Beeren und dann im Frühling wird sie blühen. Und die Skimmia, die sieht man oft ja nur als die roten Beeren, also die roten Knospen, und sie blüht dann so wunderschön auf. Also etwas, das man auch nicht einfach so wegwerfen muss aus der Grabstätte. Was ich auch schön finde, ist, wenn man zum Beispiel Efeu oder sonstige so winterharte Grünpflanzen auf die Grabstätten pflanzt, weil da kann man viel Geld sparen, wenn man, sag mal, wenig Budget bewusst ist, dass man da wirklich auch sagt, ja, wir pflanzen Sachen auf die Grabstätte, die dann das längerfristig schön bleiben. Ich finde es halt auch immer schön, wenn man nicht mehr so viele Erde sieht, auch wenn man nicht so steif arbeitet und alles so, wie soll ich sagen, genau gleich hat, sondern dass man da wirklich flexibel ist. Rinde kann man auch, denke ich, verhindern, dass wir da ganz viel Abfall, besser gesagt Unkraut haben. Und da diese kleinen Pimmeln, die lassen wir einfach, weil die sind nicht schön. Dann wunderbar, dass wir da den Grabstein schön frei haben. Nicht, dass wir da irgendwie plötzlich einen bewachsenen Grabstein haben. Sonst ist es da nicht irgendwie von Vorteil, finde ich. Genau. Das ist ein wenig die kräftigen alten Blätter weg. Das ist auch jetzt schon fast 17 Jahre alt und ich zeige es immer wieder schön zurück, dass es nicht zu lange wird und wenn es mal nicht mehr schön ist, wechseln wir da einfach alles aus. So, was noch kommt? Bewässerung. Und hier ist es wichtig, dass man wirklich nicht spart. Ja, wir sind ja das Wasserschloss hier in der Schweiz mit dem Wasser. Und ich denke auch, die Pflanzen, die schätzen das, wenn wir da wirklich genügend Wasser geben. Besonders wenn man da nicht jede Woche noch das Grab gießen kommt, sondern wenn man da wirklich am Anfang schön anständig einnetzt. So. Wenn dann die Narzisse nicht mehr so schön ist, dann kann man die einfach schön
abschneiden und dann hat man da auch wieder, soll ich sagen, die Pflanzen, die ringsum sind, die das Ganze überdecken. Ich mache mich mal weiter, ich werde wahrscheinlich heute noch einen lieben Gruß von einem ganz schönen Ort in der Höhe senden, wo ihr nochmals die Natur in meiner Umgebung sehen könnt. So, ja, der Tag, der ist jetzt nun langsam aber sicher durch. Wir sitzen jetzt da auf dem Bank beim Bahnhof in Großerstetten. Und wenn du jetzt hier die Peripherie anschaust, dort bin ich heute alles durchgefahren, als ich Blumenliefen ging. Das war ein riesen Chaos dort hinten, da durch die Berge zu fahren. Und ich habe das Ziel aber doch noch erreicht. Meine Tochter hat mich da begleitet und morgen werde ich da nochmals hinfahren und nochmals einen Ausflug machen. Dann werde ich euch dort auf eine Bank hinsetzen und da nochmals meine Gefühle ein wenig erzählen. Ja, der Tag, der ist jetzt wirklich langsam sicher durch. Du siehst da hinten den Bahnhof. Ich habe einen intensiven Tag gehabt. Ich habe Rückmeldungen bekommen auf meine Räder, die ich da vorhin eingeblendet habe. Es war sehr, sehr intensiv und ich habe gedacht, ja, wir haben viel telefoniert heute auch mit verschiedenen Leuten und ich denke, es wäre schön, wenn ich morgen zwei Leuten eine Karte schreiben kann. Du kannst jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, ich möchte eine Karte. Einmal auf Facebook, einmal auf YouTube werde ich das machen. Du kannst bis um 5 Uhr morgen, Donnerstag, ich habe ein riesen Chaos, was für Tage wir da haben, reinschreiben, ob du eine Karte willst. Wenn ja, dann schick mir doch eine PN und dann werde ich dir, wenn du eine willst, schreib in die Kommentare, ich werde es auslosen und wenn du dann gewinnst, schicke ich dir eine PN, du schickst mir deine Adresse. So, das war's von mir. Ich muss jetzt noch schneiden, machen, tun und ja, dann ist auch noch Ruhephase angesagt. Eine stressige Zeit, wenn der Blumenladen geschlossen ist. Ich bin wieder was rumgefahren, aber ja, es wird wieder morgen und ich werde euch wieder überraschen mit neuen Vlog-Style, Gedanken und mehr. Und ja, schlaft gut und bis bald wieder. Habt Sorge, bleibt gesund und wir sehen uns.